Howdy and welcome back to Wyoming, my friends. How are you today? Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Hier geht's weiter, ne? Mir geht's auch gut. Und hier geht es entsprechend weiter. Wir könnten tatsächlich auch mal. Der fährt ja alleine mal eben zurück. Vielleicht gucken wir mal eben, wie es den Tieren geht, ne? Ist ja auch toll. Komm mal eben rüber, dann wird uns nicht die Hose kaputt machen. Ich hab das nämlich nicht genau auf dem Schirm. Oh, sie Moon. Glücklich und zufrieden, ne? Ein Stück schneller hin. Oh. Wie sieht's denn hier aus? Nahrung 45.000 Liter. Gesundheit 100%. Alles tipptopp. Wir können ja mal gucken, wie das so mit der Fortpflanzungsart ist. Das kann eigentlich auch nicht mehr so weit weg sein, ne? Reproduktion 70 und die Open Range. Oh ja, aber da ist doch noch ein bisschen weiter weg. So, aber die haben hier alle noch mehr als genug Zeug drauf. Da können wir dann ganz in Ruhe die machen lassen, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich den Mais verkaufe oder behalte. Was haben wir denn hier? Gras haben wir noch. Behalten nur noch ein bisschen Zeug, falls nicht einfach weg. Hülle, klar, kommt da gerade rein. Herbizid haben wir hier in dem Lager. Na gut. Aber ich glaube, wir können jetzt langsam den. Ja, ich habe den Rechner neu gestartet. Deswegen kann es sein, dass zwischendurch noch ein paar Ruckler gibt, dass er hier weiterkommt. Nee, den fahren wir gleich weg. Jetzt müssen wir den Ballenwagen ansetzen. Jetzt müsste er in der Lage sein, das alles wegzufahren, ne? So, Sammelwickelballen. Das ist richtig. Hier machen wir mal Cosplay an. Diese Ballen sammeln wie bei Hey. Da müssen wir mal gucken, ob das überhaupt der richtige. Aber ich glaube, das war der einzige Punkt, ne? Für die Lage. Mal eben. Ja, der Einzige, der einen ordentlichen Preis hat. Was sind denn so die Höchstpreise? 636. Das ist auch gut sogar. Gehen wir mal hier runter. Aber der fährt auf jeden Fall weg. Das Ding ist, dass wir da locker noch einen zweiten auch aktivieren könnten. Ne? Nur haben wir keinen. Was kostet denn so ein Ballenwagen noch? Das wäre. Vielleicht ist das noch eine Idee. Komm einfach nicht vorwärts damit. Ja. 1000. Wisst ihr was? Wir kaufen noch einen. Hilft nix. Das hilft ja nix. Und dann gucken wir mal. Wir haben am Hof, glaube ich, noch einen John Deere, ne? Die werden sich wahrscheinlich früher oder später auch mal in der Quere stehen. Hier, den haben wir im Service. Der Traktor sauber. Okay. Können wir hier nämlich die Maschine noch wegstellen. Leider auch nicht unter, ne? Aber hier unter auch schon, aber weite nicht. Ja, schön gewesen. Ja, ein kleines Gerät, ne? Nehmen wir den hier erstmal daneben. 31.000 Euro. Und soll das auf jeden Fall mal ein bisschen anhalten. Ja, ich habe diesen Mod aktiviert. Ehrlich gerade, ob wir nehmen wir den Frontlader mit oder lassen wir den hier? Ich würde sagen, wir nehmen den mal mit. Ne? So, lassen wir den mal zum Shop fahren. Und
Ballwagen mitnehmen. Ich glaube, der sollte das auch hinkriegen. So. Während hier die Shader noch ein bisschen nachladen. Wir mal gucken. Aber ich befürchte, es ist immer noch nichts drin. Also das mit den Lohnaufträgen ist wirklich eine Katastrophe. Das ist nicht schön. Vielleicht nehmen wir beim nächsten Mal, ich nehme noch was mit. Ich nehme diese Lohnaufträge noch mit, die die GTX geschrieben hat, wo man einfach viel Zeug und viel Produktionsgüter irgendwo hinfahren muss. Da sind manchmal echt coole Sachen bei, die das irgendwie so ein bisschen runder und ein bisschen spaßiger machen. Ich glaube, den nehme ich auch noch mit rein. Aber das machen wir beim nächsten Mal. So, die Frage ist nur, was machen wir denn jetzt? Ja, auch noch ein LKW am Viehhandel rumstehen, aber... dafür müssten wir natürlich erstmal gucken, wo Tiere denn. So, hier. Sieht man denn eigentlich nirgendwo die Maximalmenge von den Stellen? Wäre ja schon cool, ne, wenn man das irgendwo sehen könnte. Also ich weiß, dass bei den Open Rangers, die auf jeden Fall nicht angekommen sind am Maximalstand. Ich wollte mich ja wirklich von Grund auf hocharbeiten mit den Tieren, aber da geht auch einige Zeit ins Land, das kann ich ja sagen. Ach, guck mal hier, Open Range 7, da haben wir, tatsächlich ist da noch nicht noch Futter drin. Eigentlich müssten wir mal so eine neue Open Range aufmachen, damit wir gucken, ob dieses Grazing überhaupt funktioniert. Ja, muss ich bei Gelegenheit mal gucken, ob wir dann irgendwo noch mal eine hinsetzen, wo wir dann einfach mal ein, zwei Tiere draufsetzen. Da gucken wir mal, was die tun. Ja, müssen wir uns... Achso, guck mal hier. Wir haben Open Range 1, haben wir ja sogar noch. Hätten wir ja noch. Ist da was? Wir testen das mal. Aber wir nehmen natürlich auswachsene Tiere, ne? Wir nehmen uns mal zwei. Dann testen wir das mal bei Open Range 1. Wenn wir mal dahin fahren. Beide 1. 2. Oh, da hätten wir doch dieses Grazing schon mal getestet. So, aber ich wollte ja eigentlich auch wissen, wie viele Tiere denn da so reingehen, ne? So, das ist die Ranchbahn. 150 gehen rein, ne? Und die Open Range gehen 205. Ja. Okay, bei 250, da haben wir ja auch eine ganze Menge auf dem Hof stehen. Da müsste dann ja erstmal einiges auch passieren können. Wie schaut es denn aus hier mit unserem... Da ist der Traktor. Ach so. Da ist unser anderer Traktor, der schon abfährt. Beim Gucken, wie schnell fährst du eigentlich so, Maxi? 1,5. Macht denn der Kleine? Macht der gar nicht, ne? 41. Ja, dann werden die sich wahrscheinlich, obwohl auf dem Feld, was die Sammelgeschwindigkeit angeht, müsste das sich auch schon ausgehen, ne? Ja, komm. Nochmal selber ein Stückchen. Gehen wir den Sammelwagen selber eben am Shop abholen. Ja, aber das ist ja auch gerade jetzt von der Silage schon wieder Geld reingekommen. Auch das ist gut. Tanken den direkt hier nahe, weil wir da sind. Durchfahren quasi. Können wir ja auch mal von hinten auf den Obhof drauf fahren, ne? Ich hab ja fast so viele Anzeigen, also in dem Hut, das würde ich schon gerne mal ein bisschen reduzieren.
Aber gut, man braucht sie halt immer auch irgendwie, ne? So. Sammelwickelballen, das ist richtig. Dann abholen sollt. Ballen sammeln und bei. Hey, so. Oh, dann sollte das doch auch schon mal laufen. Ich bin total gespannt, sage ich ganz ehrlich. Ich habe ja zwischendurch mal vermutet, dass diese Wachstumsphasen irgendwie schwierig sind, aber lass uns mal hoffen, dass das irgendwie hinhaut. So, jetzt gehen wir mal nach dem Traktor gucken, nach dem Kauf hier, Viehstall. Guck, eins ist mein hier vorne, ja, guck mal hier. So, da müsste auch schon Wasser drin sein, aber Futter ist drin. Und dann können wir uns das doch mal angucken. Ist auf jeden Fall schon mal da. Ah, vielleicht ist er dabei gelegen. Ah. Ist ein bisschen. So, und du kannst eigentlich auch wieder zum Viehhandel fahren. So, und lass uns doch mal gucken. Für hier weg. Grasen. Eins. Ja, die haben tatsächlich was drin. Und ich glaube nicht, dass ich was da reingeschmissen habe. Was brauchen die denn? Heu ist 30%. Das heißt, die bräuchten noch Silage. Könnten wir ja eigentlich auch relativ zügig dahin fahren, ne? Silage kämen die dann ja aus. Das heißt auch, dass, also wenn das wirklich funktioniert, dann der Vorteil war hier, dass wir den wirklich nur, oder habe ich den da was reingelegt? Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das haben die von sich aus geholt. Trotzdem ist es viel, ne? 36.000 Liter. Hätte doch nicht einfach so drauf, nur wegen der Grasfläche. Bin mir nicht sicher, ob ich da schon mal was reingeworfen habe. Also ich weiß, man kann Gras reinwerfen. Dann ist es. Das ist Heu, Gras ist hier in dem Fall das gleiche. Muss ich doch nur mal vielleicht ganz blanko ausprobieren auf einer ganz anderen Wiese. So, wo ist denn unser Traktor? Dann können wir wenigstens den. Die sollten natürlich schon die Lage kriegen, ne? Ja, dann machen wir das manuell mal eben. Dann fahren wir den mal eben ein paar Ballen dahin. So, hart ausschalten. Das ist immer schöner. Auch tut man das ja eigentlich nicht die ganze Zeit. Ja, der kleine Traktor wird sich da hier schon schwer tun. Was wir eben gucken könnten. Ich hab reingucken. Mal Striegel. Auch nicht schlecht, ne? Wo wir mit dem Hubschrauber fliegen. Nee, in dem OBS-Projekt machen wir das nicht. Wir machen da keinen Striegel. Aber es ist verlockend, wenn es denn da gerade drin steht. Es ist verlockend. Überlege ich auch, ob wir den Challenger, ich würde den gerne mal in den Wald schicken, da könnten wir eigentlich auch so ein paar Bäume rausziehen, ne?
Obwohl, da glaube ich, wir könnten den, glaube ich, besser mit einem Tieflader dahin fahren. Weil da vorne hin. Wisst ihr was, wir schicken uns gleich einen Tieflader an den Hof und fahren dann mit dem Tieflader den Challenger runter zum Shop. Hängen da noch eine Seilwinde dran. Und dann schicken wir das Ganze zum Sägewerk. Ich glaube nämlich, dass wir besser rücken können. Oh, wir haben ja hier einen Lader entsprechend. Dann schicken wir den mal eben zum Hof. Ausfahrten kann ich vielleicht noch ein bisschen schicker machen. Ne? Ah. Wenn wir so Freifläche haben, dann können wir auch ein bisschen hier über den Weg fahren. Ein. Aber was? 5-6 Ballen können wir da hinfahren, ne? Ja, dann erstmal müssen wir erstmal genug haben. Aber der andere hat schon hier gut eingesammelt. Da hinten ist er auch gerade. Wir fahren da jetzt 6 Ballen hin und den Rest verkaufen wir dann auch erstmal. Den nehme ich aber. Oder nimmst du? Beinahe. Buch den anderen. Ja, wenn wir die Silage zusammen haben, dann. Aber wir müssen das mit dieser Oak Rage. Echt, ich muss das noch testen. Ich will nicht gerade, ob ich das bei unserem Hof einfach teste. Da ist ja auch. Hätten wir ja auch eine Wiese, aber dann hätten wir uns natürlich den Platz auch erstmal verdattelt, ne? Ja, vielleicht finden wir da irgendwie ein schönes Plätzchen, das uns nicht zu viel Platz von unserer Wiese da wegnimmt. Das ist übrigens witzig, dass diese Übergänge hier sind ja wirklich dafür, dass die Kühe und Rinder da nicht durchgehen. Das sind ja diese, die gehen ja nicht über diese Rillen da im Boden, ne? War ich auch witzig. Und überlegt, gut, wenn die natürlich in Panik geraten, rennen die da auch drüber. Aber anscheinend zu unangenehm für die Hufe. Schon Wahnsinn, wenn man mal selber fährt, wie groß das hier wieder ist. Fährt schon weg und dann können wir den jetzt hier auch wieder was an. So.
Ja, wie gesagt, über diese Gitter gehen die Rinder nicht drüber. So, bei dem mal machen. Und nun? Also ich merke, wir könnten schon noch ein bisschen was mehr schaffen, ne? Ich würde sagen, ich glaube, ich gehe ein bisschen, am Säger. Hier, das ist ja dieser Bereich, der uns gehört. Das Witzige ist, den haben wir gekauft mit dem Sägewerk, aber hier vorne, das ist alles, ja, das muss man alles erstmal aufforsten, bevor man hier was machen kann. Aber da wäre ja eigentlich auch schöner, wenn wir eine coole, klar, könnte ich jetzt alles hier manuell machen. Dass der hier, man den hier schneiden kann. Aber ja, was ja dann doch schöner ist, ist, wenn wir das mit der Fräse mal umbiegen, ne? Vielleicht im Shop auch eine Fräse noch mal besuchen. Ich glaube, das sollten wir tun. Wisst ihr was, wir machen das so. Der gerade angekommen hier, der Bärlaster. So, laden wir da erstmal den Challenger drauf. Werden wir natürlich später wieder brauchen. Oh. Also irgendwann brauchen wir eigentlich nochmal einen richtigen Forsttraktor. So ich fand ja den Waltra ganz cool, den großen. Man damit kann oder vielleicht gut so ein Brandzelt auch. Oh. Mal gucken. Irgendwann finden wir das schon. Oh. Aber erstmal mal mit dem hier. Bahngute sind dran. Dann fahr du mal zum Shoppen, mein Lieb. So, beim Shop. Mal gucken, was wir uns da leisten können. Aber so eine Fräse. Guck mal hier, die kostet 41.000. Die könnten wir uns auch leisten. Kommt ja gut Geld rein gerade. Brauchen wir uns auf jeden Fall die Fräse. Und ein Schild. Bilder. Sag mal, wo ist denn das? Ich glaube, ich habe das Forst-DLC gar nicht aktiviert. Okay, das muss ich auf jeden Fall machen. Also der ist ja fatal, mein Lieben. So, also, ich muss eben für mich festhalten, ich möchte auf jeden Fall den Mod von GTX mit den Missionen, wo man Sachen verschieben kann. Wir haben nämlich, glaube ich, immer noch nichts hier drin, ne? Ich mal eben. Ich habe schon diesen More Missions aktiv realisiert. Und, also den von GTX möchte ich noch haben und dann Precision, Quatsch, hier Platinum DLC auch aktivieren. Das soll ich auch noch machen. Ja, meine Lieben, dann mache ich und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute, bye bye und ade.